Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Bereich der biblischen Prophetie beschäftigen. Wir sind ja auch hier beim Thema Einwände und auch in dem Bereich gibt es bibelkritische Einwände, die wir jetzt hier einmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Fangen wir am besten mal mit dem Bereich des Zufalls an. Also viele wenden ein, dass die bisher erfüllten Prophetien in der Bibel zufällig eingetroffen sind. Von den über 31.000 Versen beinhalten über 6.000 Verse prophetische Aussagen. Davon haben sich bereits über 3.000 Verse erfüllt. Das heißt, die Hälfte, und die Hälfte sind nicht 2, 3, sondern wirklich 3.000 Verse, die sich bereits erfüllt haben. Kann das wirklich Zufall sein? Also ein Mathematiker, der hat mal ein Beispiel aufgestellt, an dem möchte ich euch gerne verdeutlichen, ja, ob das jetzt wirklich Zufall sein kann oder nicht. Macht euch selber ein Bild. Und zwar, der Stern Sirius, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Ist auf jeden Fall sehr, sehr weit entfernt von der Erde. Und zwar 68,3 Billionen Kilometer. Eine Billion, das sind 1000 Milliarden. Ist also ein 68 mit unzählig vielen Nullen am Ende. Ich glaube, genau zu sein, 12. Ne? Also mit 12 Nullen. Nun stellen wir uns mal vor, dass wir eine Schnur zwischen Erde und Sirius spannen. Auf diese setzen wir Ameisen, Stück für Stück, also eine nach der anderen. Alle Ameisen sind schwarz und nur eine einzige in dieser Riesenmenge ist rot. Also nochmal, wir haben den Stern Sirius und die Erde, 70 Billionen Kilometer entfernt, spannen wir eine lange Leine und darauf setzen wir dann Ameisen, die halt sich immer mit den Füßen berühren und immer schön Glied an Glied aneinander gereiht sind. Und in diesen 70 Billionen Kilometern Schnur tun wir eine einzige rote Ameise rein. Nun steigen wir in ein Flugzeug, welches mit einer Geschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Stunde an dieser Schnur entlang fliegt. Die Flugzeit, die würde übrigens etwa 8 Millionen Jahre betragen, dass ihr euch mal so ein Bild machen könnt. Wir fliegen mit verbundenen Augen, sodass wir nicht sehen können, wo wir auf der 68,3 Billionen Kilometer langen Schnur sind und auch natürlich nicht sehen, wo sich die rote Ameise befindet. Unterwegs ruft dann irgendwann irgendeiner, einfach zufällig, Stopp. So schnell der Pilot kann, hält er nun an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nun unmittelbar neben der roten Ameise zu stehen kommen, die ist unwahrscheinlich gering. Sie beträgt, es wird jetzt ein bisschen mathematisch, aber ich schreibe das gleich nochmal auf, das ist nur einfach nur, um sich ein Bild zu machen. Sie beträgt 1 zu 10 hoch 20. Das ist also in diesem Fall ist das eine 10 mit 20 Nullen dran. Das heißt, die Chance, bei der roten Ameise zufällig stehen zu bleiben, steht bei 1 zu... Ihr seht die Nummer, die Zahl im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was das jetzt genau für eine Zahl ist. Auf jeden Fall eine 10 mit 20 Nullen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 3268 prophetischen Bibelverse zufällig erfüllt haben, die ist noch wesentlich geringer. Diese Zahl würde man mathematisch so schreiben: 1,7 mal 10 hoch 984. Das ist eine 17 mit fast 1000 Nullen. Also 983, glaube ich. Also ist ja im Grunde genommen egal, ob da jetzt 3, 4 oder 20 Nullen mehr reinkommen. Eine 17 mit 1000 Nullen. So wird diese Wahrscheinlichkeit geschrieben. Diese 1000 Nullen kann ich jetzt hier leider nicht auf diese Tafel bringen. Aber ihr könnt euch schon diesen Unterschied, seht ihr schon daran, auf jeden Fall sehr deutlich. Das Beispiel mit der Ameise. Nochmal kurz in Erinnerung gerufen, wir fliegen an einer 70 Billionen Kilometer langen Schnur vorbei, irgendwann auf einer 8 Millionen Kilometer Jahre lang betragenen Reise ruft auf einmal irgendjemand Stopp. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau neben der einen roten Ameise zu stehen kommen, ist 1 zu 10 hoch 20. Aber dass sich alle biblischen Verse zufällig erfüllt haben, das ist 1,7 mal 10 hoch 948. Also das ist... Da können wir, glaube ich, noch 10 Sirius hintereinander hängen und dann einmal die rote Ameise suchen. So hoch ist also diese Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze zufällig eingetroffen ist. Dieselbe Wahrscheinlichkeit, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, die ergibt sich, wenn man gleichzeitig mit 1264 Würfeln würfelt und dabei erwartet, dass alle Würfel gleichzeitig eine 6 zeigen. Also ihr nehmt eine riesen Mülltüte, legt da 1264 Würfel rein, kippt die einfach den Berg runter und erwartet dann, dass auf jeden dieser 1264 Würfel oben auf eine 6 ist. Bei einem Wurf, alle gleichzeitig. Noch ein letztes Beispiel hierzu. Wenn jemand 138 Mal hintereinander im Zahlenlotto, also 6 aus 49,
spielt und erwartet, dass er jedes Mal 6 Richtige hat, dann liegt diese Wahrscheinlichkeit in der gleichen, also ungefähr gleichen Größenordnung. Das heißt also, wenn einer von euch 138 Mal hintereinander 6 Richtige im 6 aus 49 Lotto hat, dann kann er sich gerne melden und zeigen, wie wahrscheinlich ist, dass das Ganze zufällig. Ihr wisst, was ich meine. Es ist also, wie wir gesehen haben an diesen Beispielen, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese biblischen Prophetien alle zufällig eingetroffen sind. Den nächsten Einwand, den wir uns etwas genauer anschauen möchten, ist, die Prophetien sind zu ungenau. Man kann sie so oder so auslegen. Dass die Prophetien zu ungenau sind, mag für den ein oder anderen Leser einzelner Prophetien durchaus so erscheinen. Wer sich allerdings mit dem roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, beschäftigt und das Wort auch von Gott inspiriert ansieht, der wird zu einem anderen Entschluss kommen. Dass die Prophetien zu ungenau und hineininterpretiert sind oder ähnliches, trifft allerdings wirklich, wenn überhaupt, nur auf einzelne Prophetien zu, die sich natürlich Kritiker gerne heraussuchen. Also da muss man schon wirklich, um diese Prophetien zu verstehen, muss man sehr im Wort Gottes verankert sein. Wie gesagt, dann machen die auch alle Sinn. Aber jemand, der von außen drauf guckt und sich das anschaut, der sagt sich natürlich auch, das ist alles, ne, das kann man so oder so auslegen. Der Großteil dieser kompletten Prophetiereihe in der Bibel, der ist allerdings mehr als eindeutig. Also das sind wirklich Einzelteile, die sich Kritiker rauspicken. Schauen wir uns jetzt nun mal so als Beispiel auch, damit ihr versteht, was ich damit meine, einige Prophetien an, in Bezug speziell auf Jesus Christus, wo wir ja schon gesehen haben, dass es über ihn knapp 300 Prophetien in der Bibel gibt. Und jeder, der jetzt der aufrichtigen Herzens ist, der kann auch selber nachprüfen, ob an diesem Thema etwas dran ist oder es alles nur Hirngespinst ist. Heute werden wir uns nur mal ein paar davon anschauen, um zu verdeutlichen, dass dies mehr als deutliche Voraussagen sind. Wer Interesse hat, kann hierzu natürlich gerne googeln und sich sein eigenes Bild machen. Da findet ihr dann auch noch eine Vielzahl von Prophetien, die ich hier aus Zeitmangel gar nicht erwähnen werde. Okay, fangen wir mal mit ein paar Prophetien an. Wir schauen hauptsächlich, ich habe mir jetzt extra auch rausgesucht, viele Prophetien aus dem Jesaja-Buch, da wir das ja in den vorhergegangenen Serien auch schon einmal hatten. Wie gesagt, ihr seht ja wirklich, dass diese Jesaja-Schriftrolle deutlich, deutlich vor Christus, das Original uns sogar vorliegt. Da kann mir also keiner erzählen, dass das im Nachhinein umgeschrieben wurde und nur, dass das alles zu Jesus passt, sondern das ist so, wie wir gesehen haben, auf diese Rolle ist im Original, liegt uns von vor Jesus Christus vor, sodass da keinerlei Spekulation auftauchen kann. Ist das nun im Nachhinein eine selbsterfüllte Prophetie oder sonst was? Also ich habe jetzt zum größten Teil versucht, vieles aus der Jesaja-Rolle zu nehmen. Einige andere Bücher aus dem Alten Testament sind auch dabei. Schauen wir uns nun mal einfach ein paar Prophetien über Jesus an im Alten Testament und wie die Erfüllung im Neuen Testament dann stattgefunden hat.